Gut, wir waren bei der Frage stehen geblieben, was hat uns denn in welchem von diesen Drogen würde es denn jetzt Sinn machen, ein Idocanin drin zu haben? Ja? Und zum einen, was im Moment, ich muss schauen, ob die Aufnahme geht. Wir müssen uns überlegen, wie wirken die Drogen, ja? Ecstasy, ein Amphetaminderivat. Das macht nichts anderes, wie große Mengen Serotonin freizusetzen. Ja? Das hat eine extrem pushende Wirkung. Wer sich am Block 9 bei Gebietsverkehr, wird sich erinnern, Serotonin ist auch das, was der Schnitzel im Magen gemacht hat. Ja? Und quasi das ist auch diese Freisetzung, den extrem euphorisiert, viel Serotonin mit frei. Kann man dann eben als Tablette oder Kapsel oral zu sich nehmen. Cannabis, ja, wirkt über einen Cannabinoid-Rezeptor. Ja? Die kalte Tasse Kaffee, das ist Koffein, ja, haben wir gestern schon darüber gesprochen. Heroin ist nichts anderes wie doppelt acetyliertes Morphin, ja, wirkt also wie beim Nierenrezeptor, darum kann es auch nicht gehen. Bleibt also noch das Kokain übrig. Und zu Kokain muss man eigentlich nur wissen, dass es früher als eines der ältesten Lokalanästhetika, ja, das wirkt eben als Zusatzeffekt auch lokalanästhetisch, ja. Und deswegen, also wenn man jetzt, sage ich mal, hundertprozentiges Kokain hätte und das auf die Zunge macht, dann müsste man theoretisch eine taube Zunge bekommen. Dadurch ist natürlich, wenn man jetzt einen Kaltplatz geht, das Zeug gestreckt ist bis oben hin mit allem Möglichen, weil es ja viel zu teuer, hundertprozentiges Kokain zu verkaufen. Also war es anscheinend früher so, dass dann die Leute den Test gemacht haben mit der Zunge und es war dann gar nicht mehr betäubend. Ja? Und dann wurde gesagt, hey, du verarschst mich, ich will doch Kokain, ich habe gar keine taube Zunge, viel zu stark gestreckt. Und deswegen haben die raffinierten Drogendealer oder Verkäufer angefangen, Lidocain reinzumischen, weil Lokalanästhetikum heißt, wenn die Leute mit den tauben Zungen. Wobei, also, ich war extra für die Frage in wilden Formen unterwegs, anscheinend ist diese Betäubung auf der Zunge anders. Ja? Also irgendwie merken es die Profis wieder. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass mit Kokain, wenn man zum Kaltplatz taucht, große Mengen Lidocain zugesetzt werden. Das dazu. Genau, gut zu wissen. Gut. Klasse 2, das sind jetzt die Beta-Blocker. Und da gibt es nachher ein ganz eigenes Kapitel. Deswegen ist es nur unsere eine quasi Einladungsfolie, um später Lust drauf zu bekommen. Und wie wirken die? Ja, die hemmen jetzt unsere stimulierenden Einflüsse von den Katecholaminen, von den endogenen Katecholaminen. Und am Herz, naja, wirken die natürlich alles negativ. Negative Inotropen, negative Gonotropen, negative Chronotropen. Und auch das haben wir schon vor der Pause uns angeschaut. Das CRP sinkt und wir haben eine verminderte Dehydrogenisation. Das war über diesen Funnel Channel zum Beispiel. Auch unsere AV-Überwindungsgeschwindigkeit sinkt, unsere Kontraktionskraft sinkt und unsere ventrikuläre Autonomie sinkt, ja, spontane CO-Freisetzung sinkt und CA2-Überladung sinkt. Da sind wir schon wieder da. Deswegen kommt jetzt mal wieder drauf, das ist einfach rot, das finden wir uns wieder ein. Die späte nach der Dehydrogenisation. Weil die passiert ist, weil zu viel Kalzium unterwegs war. Und die könnte man jetzt abends zum Beispiel verhindern. Von der Kinetik her kann man eigentlich alle oral geben. Kontraindikation bei Beta-Blockern, also jetzt Verträger sind, die werden nachher genau besprechen, was da, wie die Verträger sich unterscheiden. Zum Beispiel Atenolol, Misoprolol, Esmolol, Metoprolol. Und die sind eben bei Asthma bronchiale kontraindiziert. Und wenn man eh schon AV-Block hat, ist natürlich gefährlich, dass man plötzlich, also wieder die negativen Thrombotrope-Effekte verstärkt. Und die Leute, ja, AV-Block 1, AV-Block 2 noch nicht so schlimm, aber AV-Block 3 dann ganz gefährlich, also den AV-Block 3 schickt. Und hier, habe ich auch schon gesagt, ist jetzt eine symptomatische Therapie eigentlich sinnvoll, weil, ich habe ja vorhin gesagt, die Beta-Blocker waren die einzigen Pharmaka, die wirklich die Mortalität senken konnten. Ja? Deswegen ist es auch so ganz oft so der allererste Schritt, wenn jemand irgendwelche rhythmischen Probleme hat, dann mit Beta-Blocker anzufangen. Was haben wir für Anwendungen? Ja, sowohl supraventrikulär als auch ventrikulär. Auch das ist eigentlich logisch, weil ich habe ja vorhin gesagt, der Sympathikus, der hat jetzt Vorhof und Ventrikel, ja, Wirkung im Gegensatz zum Parasympathikus. Und was ich eigentlich ganz interessant finde, also das hier war eben diese Studie, von der ich auch ganz oft spreche, hatte man jetzt irgendwie eine Corona-Wertsamkeit und dann eine Arrhythmie danach. Dann hat sie eben gezeigt, dass der Beta-Blocker diese Lebenszeit einfach verlängert. Ja, wir werden am Donnerstag sowieso die KHK besprechen und da ist auch ein absoluter Klassiker, dass die Patienten danach Beta-Blocker bekommen.
werden wir das dann machen. Auch in der Migräne-Prophylaxe setzt man sie ein. Das ist auch ein Thema für, ich glaube, Block 21 Schmerz, wenn ich mich richtig erinnere. Werden wir da ganz ausführlich, werdet ihr das machen. Und was ich ganz interessant finde, jetzt gar nicht so ultimativ seminarrelevant, aber interessante, also finde ich interessante Fakten. Ich habe immer gedacht, ja, Beta-1-Rezeptor, der ist am Herz. Also muss ja ein Beta-1-selektiver Beta-Blocker viel, viel bessere Herzwirkung haben in Langzeitstudien wie ein unselektiver Blocker. Aber die Realität zeigt, die sind gleich wirksam. Ja? Total egal, ob selektiv oder unselektiv. Zeigt halt immer die Realität, ja? Kommt hin. Was ich halt jetzt gezeigt habe, ist, dass antiallergische Wirkung von Lipophilen wohl besser ist als die von Lipophilen. Das ist ein Unterschied. Aber über Beta-Blocker sprechen wir nachher im Kapitel Beta-Blocker. Dann kommen wir zur Klasse 3. Die hemmen jetzt den Kaliumeinstrom bei der Repolarisation und den Kaliumstrom. Und bekannter Vertreter ist das Amiodaron. Ja, Amiodaron, Dronedaron, Sotaron. Amiodaron, das müsst ihr bitte heute mitnehmen auf jeden Fall, wie das funktioniert. Das ist wichtig. Amiodaron ist wichtig. Bitte jetzt aufpassen. Aber grundsätzlich verlängern wir jetzt die Refraktärzeit. Ja, wenn man sagt, wir hemmen die Repolarisation, wird jetzt gehemmt. Und verlängern dadurch das Aktionspotenzial und grundsätzlich wieder dadurch natürlich das zweite auseinander. Das war so wie das hier, wo jetzt länger verlangsamt wir die Herzfrequenz. Und Amiodaron wird superventrikulär und ventrikulär. Und wir sehen jetzt im Gegensatz zu vorhin, wo es um die Depolarisation geht, geht es jetzt um die Repolarisation. Und jetzt wird es wirklich wichtig, Amiodaron. Das ist eben ein, ja, das ist wieder ein bisschen traurig, da merkt man sich die ganze Zeit Amiodaron ist Klasse 3, Kaliumkanalblocker. Ist er auch, aber der macht auch viele, viele andere Sachen. Das ist ein Multikanalblocker. Ja? Der macht eben diese Kaliumkanäle, was wir gerade besprochen haben. Und das haben wir dann auch gesehen, verlängert das Aktionspotenzial, dadurch wird die Q-T-Zeit länger. Zusätzlich macht er aber auch Nadelkanalblockade. Und zwar ähnlich wie ein Klasse 1b an die Runde kommen. Und dann haben wir vorhin gesagt, das sind die, die ganz schnell wegdissozieren und deswegen einen Frequenzfiltereffekt haben. Und er macht noch eine Calciumkanalblockade und eine Beta-Rezeptorblockade, an der wirklich den Namen Multikanalblocker verdient und senkt damit die Ladungsgeschwindigkeit. Und jetzt ist es so, wenn man Amiodaron als Notfallspritze gibt, wir sehen also nachher bei der Anwendung, werde ich kurz erklären, wo man das einsetzt, dann überwiegen diese Nadelblockade-Wirkungen. Ja? Und nur wenn man das lang gibt in der Langzeittherapie, dann ist es eigentlich wirklich so ein Klasse 3 als Erotikum, da überwiegen diese Kaliumkanaleigenschaften. Ich habe es ja eben schon gesagt. Jetzt bitte, bitte merken, Pharmakoklinik, es ist sehr, sehr, sehr lipophil. Und jetzt sehen wir auch schon die ersten Unterschiede, die uns jetzt auf die nächste Folie bringen. Weil das Entscheidende an diesem Pharmakon ist wirklich die Pharmakokinetik, weil die ist besonders schlecht, die ist wirklich schlecht. Wenn man es oral gibt, haben wir Wirkungszeit von um die 10 Tage und nach 4 Wochen ist Wirkungszeit schon erreicht. Wenn wir es IV geben, haben wir eine Wirkung von wenigen Minuten, also kann es auch in der Unfallmedizin nicht einsetzen und es wird maximal nach einer Viertelstunde erreicht. Und jetzt sehen wir hier, warum das so schlecht ist, von der Kinetik her. Das ist ein Prodrug und wir sind in aktiven Metabolit umgewandelt. Und jetzt wird es ziemlich verheerend. Halbwertszeit von Desethylamiodaron 31 bis 110 Tage. 110 Tage. Wenn man überlegt, ja, wie lange ist denn dann, wann ist es dann wirklich raus? Nehmen wir an, so nach 3 bis 4 Halbwertszeiten, dann geht das über ein Jahr, bis der Stoff wieder aus dem Körper ist. Dann sieht man schon, ist jetzt nicht so wirklich kinetisch der wahre Renner. Dann schauen wir uns das nächste an. Verteilungsvolumen, 66 Liter pro Kilogramm. Finde ich immer, also habe ich da gesehen, habe es hingeschrieben und dann habe ich mir gedacht, das wirkt irgendwie gar nicht so viel. Überlegen wir uns mal, bei einer 75 Kilo Person, und ich bin mehr als 75 Kilo Person, sind das 5000 Liter. Ja? Riesiges Verteilungsvolumen. Weil, wie sieht die Kinetik aus? Das Amiodaron geht erstmal ganz gut, ja? Wie jedes Pharmakon, wird systemisch. Und jetzt gibt es einen schnellen Austausch mit Myokard. Und Myokard ist ja nichts anderes wie ein Muskel, ja? Geht eben die Muskeln zu Myokard. Das sind so ungefähr 5 Liter Verteilungsvolumen. Das nennt man auch flaches peripheres Kompartiment. Und davon hängt auch die Wirkung ab. Wenn das aufgesättigt ist, dann haben wir die therapeutische Wirkung. Aber nebenher geht es auch die ganze Zeit, ich habe ja gesagt, das ist super, super lipophil.
Deswegen geht das auch ins Fett. Ja? Und Fett haben wir unendlich viel. Deswegen haben wir quasi viel mit Salzsäure, da konzentriert sich das drin. Ja? Und da sieht man, das ist in 3 bis 10 Monaten gefüllt. Es geht so lange bis zum Füllen und bis das wieder raus ist, unglaublich. Ja? Deswegen ganz schlechte Kinetik. Und was man hier auch sieht, eine Plasmaspiegelbestimmung bringt ja eigentlich auch ziemlich wenig zum Wirkenanweis. Weil es wirkt, wenn sie nur klar aufgesättigt ist, wieder hier die Konzentration ist. Ja, kann alles mit dem passieren. Ja? Also bitte merken, Kinetik ganz, ganz schlecht. Jetzt habe ich so viel Schlechtes am Hydrogen gesagt, dass ich gedacht habe, jetzt muss hier was Positives kommen. Und obwohl es unter Nebenwirkung steht, kardial sehen wir jetzt eben, es ist nur gering oder eigentlich ja vorhin sogar mal hingeschrieben, nicht negativ inotrop. Und das ist natürlich super, weil das heißt, wir können es bei Herzinsuffizienzpatienten einsetzen. Ja? Das ist schon mal toll. Und wir haben auch nur eine geringe intraventrikuläre Leitungsverzögerung. Das heißt, haben wir irgendwie einen Patienten, der wirklich so intraventrikuläre Leitungsverzögerung hat, können wir es trotzdem, oder Leitungsstörung, können wir es trotzdem einsetzen. Und jetzt kommt aber das ganz Wichtige. Jetzt kommt die Extrakranialnebenwirkung. Und die bitte können, das ist wirklich wichtig. Wir haben zum einen, man muss sich überlegen, ich habe gerade gesagt, es hat so eine lange Halbwertszeit, es lagert sich überall ab, und das macht es halt auch. Es lagert sich leider auch in der Kornea ab, ja, Mikroablagerung. Kriegen so gelb-braune Kornea und es kann sogar so weit gehen, dass die Leute Sehstörungen bekommen. Deswegen muss man Sehtests mit den Leuten machen, wenn sie Amiodarone Dauertherapie bekommen. Dann steht hier, selten kann sogar eine Lungenfibrose irreversibel passieren. Deswegen muss man Lungenfunktionen zur Überprüfung machen. Dann, ganz, ganz schlimm für Patienten eigentlich, Photosensibilisierung. Ja? Die bekommen ihre Themen, wenn sie in der Sonne sitzen. Ja? Und zwar kriegen die so einen grauen Hautkolorit, ja, so grau-bläulich. Und als ich hatte auch Block 11 und danach darf ich das erstmal formulieren und ich bin dann auf eine Kardiologie gekommen und ich durfte immer die Anamnesen machen und die Aufnahmen. Und dann kam ein Patient rein, der wäre wahrscheinlich dann irgendwie auch ein über 3 im Endeffekt oder so. Der war relativ kurzatmig, der kam gerade aus so einem Zimmer, setzte sich vor mir auf den Stuhl und atmet ganz viel und hat ein komplett blaues, graues Gesicht. Und ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist zyanotisch. Der fällt mir gleich um, der kriegt ja keine Luft mehr. Hab wie ein Verrückter versucht, den Assistenzarzt zu erreichen. Der rennt ins Zimmer und ich so, oh mein Gott, der fällt doch gleich um, der kriegt keine Luft mehr, das ist ganz blau im Gesicht. Und dann hat er gesagt, Anton, schon mal was von Amiodarone gehört? Und ich so, ja, ich hatte das erst ein paar Mal, bla bla. Und das ist genau was gewesen. Der Patient wurde mit Amiodarone behandelt früher, war in der Sonne und der hat ein blau-graues Gesicht gehabt. Ich werde das wirklich nicht mehr vergessen. Und das kann wirklich passieren. Ja? Deswegen immer aufpassen, den Leuten sagen, bitte geh nicht in die Sonne. Ja? Die kriegen ein ganz blaues, graues Gesicht. Dann habe ich hier geschrieben, Amiodarone besteht masseprozentmäßig zu 27% aus Blut. Die beiden Blutkomplexe, ja? Die machen massetechnisch 37% aus. Deswegen nicht arg abwegig, dass es Amiodarone wohl mit der Schilddrüse reagiert. Das ist ja bei euch theoretisch super frisch, Block 10 war ja gerade erst, oder das war Schilddrüse, ja genau. Und sowohl Hypothyreose als auch Hyperthyreose kann passieren. Weil eben das ziemlich ähnlich aussieht wie unsere Schilddrüsenhormone auch. Ja? Gut, ich habe auch erst, als ich den Vortrag quasi in der Rohfassung hatte, hatte ich dann auch die Schilddrüsenhormone daneben. Aber es war dann auch nicht so ähnlich aus, deswegen habe ich gedacht, das ist schlauer, das kann man so sagen. Aber was auf jeden Fall gleich ist, an diesem Benzonring hier, da haben wir auch 2 Jod. Ja? Das ist komplett gleich. Und deswegen wirken die so. Gut. Kontraindikation, deswegen kann man sich gleich merken, Schilddrüsenerkrankung und ich habe gesagt, es macht Lungenfibrose, deswegen auch bei schweren Lungenerkrankungen nicht. Und für Derma schon mal als Vorbild, das ist eins der Lieblingsdinge in der Dermatologie, eben es macht auch die Retinolysung. Warum interagiert jetzt Amiodarone mit der Schilddrüse? Da gibt es mehrere Theorien und mehrere Sachen, die passieren. Zum einen habe ich schon gesagt, wenn wir einen extrem hohen Jodanteil, ja, dadurch kann ja schon mal per se eine Hyperthyreose entstehen. Dann gibt es dieses Plammern, auch da haben wir gesagt, wenn man viel Jod reinkippt, kann ja die Schilddrüse danach, ist sie quasi gestoppt und es kann auch eine Hypothyreose entstehen. Dann macht das Amiodarone auch eine Hemmung von der T4-Dedonase. Das war ja so, dass die das wenig stoffwechselaktive Thyroxin, das T4, in das stoffwechselaktivere T3 umwandelt. Das ist Triodthyurin. Und die hemmen wir jetzt. Deswegen kriegen wir viel von diesem RT3, von diesem reversen T3 und das war ja Stoffwechsel inaktiv. Ja? Dann hat es auch Effekte, dass antizelluläre Aufnahme inhibiert.
und auch die Bindung von den T3-Rezeptoren hat. Und es gibt auch die Theorie, ja, das steht in vielen Büchern, dass eben die Induktion von der latenten Hypothyreose überhaupt die Teil der Wirkung von Amyloid ermöglicht. Ja? Nur dadurch wird eben diese Wirkung scheinbar ermöglicht, wahrscheinlich. Also haben wir die Theorie dazu. Und das ist auch so eine interessante Take-Home-Message. Jetzt vielleicht nicht, vielleicht nur zu 90% fürs Pharmasignal wichtig, aber für 100% finde ich für so als Allgemeinwissen über den Stoff, der wirklich wichtig ist. Der ist einer von den zwei, drei Stoffen, die man heute bitte wirklich mitnehmen muss. Amyloid. Wir haben gesagt, der kann Hypothyreose induzieren. Und jetzt ist klar, ich habe vorhin gesagt, der hat irgendwie beta-blockierende Eigenschaften, das Amyloid. Und dann ist klar, diese Hypothyreose, die kann irgendwie, ja, die kann klinisch erschwert erkennbar sein. Ja? Deswegen da bitte Schilddrüsenmarker abnehmen, weil radikale Beta-Block-Effekte der Hypothyreose unbedingt, wenn der Patient hypothyreot ist. Beim kleinsten Verdacht bitte daran denken. Und jetzt, das habe ich schon vorhin gesagt, warum ist es so toll? Man kann es eben bei Herzinfarkt einsetzen, weil es eben nicht negativ inotrop ist. Und dann hat es auch noch einen weiteren Einsatzgebiet bei der Reanimation, also wenn man jemanden reanimieren muss. Da unterscheidet man dann, wenn man diese Analyse gemacht hat, zwischen schockbar und nicht schockbaren Zuständen. Und schockbar zum Beispiel ist das Kammerflimmern oder pulslose ventrikuläre Tachykardie. Und dann, das ist wirklich in den Guidelines drin, dann läuft das so, wenn man eben erkennt, dass es so ein schockbarer Rhythmus ist, dann schockt man einmal, dann wartet man 2 Minuten, analysiert wieder, wo es immer noch schockbar, schockt man wieder, wartet man wieder 2 Minuten, also in diesen, man wartet nicht, man macht 30-2 natürlich die Reanimation weiter, ja. Und nach dem dritten Mal schocken, gibt man 300 Milligramm Amiodaron, ja, und Adalet dazu, ja. Also das setzt man auch wirklich in der Notfalltherapie rein, ja. Gut. Und eben noch in der Dauertherapie, habe ich gesagt, weil man es eben in der Herzinsuffizienztherapie einsetzen kann, bei höhergradigen zentrumlärer Dysfunktion. Gut. Dann hat man ja gesagt, okay, Amyloid, habe ja gesagt, schlimme Nebenwirkungen, aber eigentlich super toll, kann bei Herzinsuffizienz einsetzen. Warum macht man nicht ein Amyloid ohne Jod? Und dann hat man aus dem Amyloid das Dronedarone gemacht. Das sieht auch wirklich schon in dem Fall ähnlich aus, deswegen habe ich es auch vorbereitet. Nur was ist passiert? Wir haben natürlich weniger Nebenwirkungen, wir haben quasi nicht für das Amyloid, keine Schilddrüsennebenwirkungen. Super. Nur jetzt kommt's. Man hat eben versucht, das Amyloid zu entschärfen und hat dann die großen Hoffnungen gehabt, hat dann Studien gemacht mit dem Dronedarone. Und dann hat man gezeigt, dass das Dronedarone zwar super wirkt, außer bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Und man sieht sogar, dass jetzt eine Kontraindikation. Deswegen ist es natürlich echt schlecht gelaufen. Weil Amyloid war unser Mittel bei der Herzinsuffizienz. Und hier plötzlich haben wir jetzt eine Kontraindikation. Deswegen eigentlich tendenziell eher obsolet das Dronedarone. Dann gibt es auch das Sotalol. Und wir werden nachher kurz anreißen. Lol, das ist schon mal ein echter Hinweis auf einen Beta-Blocker. Und Sotalol ist eben ein nichtsinniger Beta-Blocker. Und deswegen Racemat. Erst gibt es L-Sotalol und D-Sotalol liegt das vor. Und das L-Sotalol davon ist der nichtsinnige Beta-Blocker. Und beide Racemate blockieren spannungsabhängige Kaliumkanäle. Man kann das oral und IV geben und Nebenwirkungen, siehe Beta-Block habe ich geschrieben, weil die machen wir jetzt ja eh gleich zusammen. Und auch natürlich immer die Gefahr mit dem Kalibra-Blocker und Long-Tripti-Syndrom. Und hier habe ich euch nochmal zusammengefasst, die drei erste Gruppe und eben das tolle Amyloid, nur wenig negative Symptome, vielleicht sogar gar nicht, deswegen bei der Herzinsuffizienz. Aber bitte dran denken, katastrophale Pharmakokinetik. Gut, wir haben es ja fast geschafft. Letzte Gruppe, Klasse 4, Calciumkanalblocker. Gestern haben wir schon gesagt, die Hydropyridine ist Amlodipin, Nifedipin, die wirken noch im Gefäß. Deswegen haben sie da jetzt durchgeschrieben, die sind für heute nicht relevant. Heute geht es um Benzodiazepine und Phenylalkamine. D-Tiazin-Typ, das ist D-Tiazin, Veramin-Typ, Veramin, Galabonin. Gut, die wirken jetzt auf die Calciumkanäle und zwar haben wir gestern schon angerissen auf die L-Typ-Calciumkanäle. Und dadurch also blockieren die eben den Kalziumanschub sowohl im Myokard, im Erregungsmyokardsystem und in der Kernmuskulatur. Und was für Effekte erwarten wir uns? Eher eine negative Inotropie im Arbeitsmyokard, sie sind negativ chronotrop, weil sie die Aktionspotenzialbildung im Sinusnoten runterfahren. Sie sind negativ dromotrop, weil die Überladung im AV-Knoten langsamer wirkt.
Das klingt natürlich schlecht, kann aber auch seine Vorteile haben, weil die Siebwirkung natürlich davon größer wird. Ich habe vorhin gesagt, wir stellen uns vorher jemand vor, der V-Knoten unsere Rettung, weil er dafür sorgt, dass diese Flimmerei nicht auf den Kammer übergeht. Und diese Siebwirkung ist verstärkt. Es macht außerdem eine geringe arterielle Vasodilatation. Ja, das erwarten wir uns ja. Calcium kontrahiert ja auch Arterien, haben wir gesehen. Und das kann dazu führen, dass wir gerade einen antiischemischen Effekt bei KHK-Patienten entwickeln. Die wirken grundsätzlich auf supraventrikuläre Ebene. Ja? Da wird wieder deutlich verstärkt. Genetisch, von der Genetik her, kann man sie oral geben. Super. Und als Nebenwirkung, ja, das ist jetzt eine Nebenwirkung, vorhin habe ich gesagt, super, die Siebwirkung kann besser werden, ist jetzt halt hier ein AV-Block, ja. PQ-Strecke verlängert. Gut. Und wenn man Beta-Blocker dazu gibt, ist eine schlechte Idee, ist eher kontraindiziert, weil dann, ja, wenn man noch den Sympathikus runterfährt, diese ganzen reflektorischen Eigenschaften, die wir auch brauchen, ja, für ziemliche kalzipinelle Hemmung, die sind dann auch gedrosselt, ja, und dann haben wir quasi eine doppelte Hemmung, das ist dann irgendwie zu gefährlich, ja, das steigert sich dann. Jetzt kommt, ich habe es jetzt einmal gesagt beim Amiodaron, und jetzt kommt noch ein weiterer Stoff. Das sind die beiden, die auch bitte euch auf jeden Fall einprägt und die wichtig sind. Auch das Adenosin ist interessant und wichtig. Ja? Ich habe es gestern schon beim Kaffee angesprochen. Ja? Der Kaffee war ja ein Adenosin-Antagonist. Und was macht das Adenosin? Wie gestern, 1:1, deswegen habe ich das gestern noch so ausführlich gemacht, haben wir quasi. Fällt es beim Stoffwechsel einfach an, ja? Wenn ATP verbraucht wird, dann wird viel Adenosin frei. Und das Adenosin macht jetzt was? Ja, das senkt unsere Aktionspotenzialdauer und verlangsamt die Autonomie. Weil es kann, das ist ein GI-Rezeptor und der sorgt dafür, dass mehr Kalium ausströmt. Außerdem hemmt es auch Kalziumströme und kann dadurch auch die AV-Überleitung verlängern. Es ist negativ chromotrop und negativ chromotrop. Und warum ist das so, finde ich jetzt so wichtig? Weil das Adenosin hat eine super Spezifität an AV-Knoten. Eine kurze Wirkdauer und geringe Nebenwirkungen. Und deswegen ist auch ein super Notfallpharmakon. Weil da ist eine kurze Halbwertszeit eigentlich super, ja? Weil da kann man schnell steuern, ja? Und wenn wir uns daran erinnern, auch an die Pharmakokinetik, Block 9, allererste Einheit, da haben wir immer gesagt, wenn man so Wirkspiegel erreichen wollen, geht das immer 4 Halbwertszeiten, ja? Bis wir das umgestellt haben. Das ist ja in dem Fall gar kein Problem. 10 Sekunden. Da kann man direkt das steuern, wie man möchte. Als Nebenwirkung, wenn man es gibt, kann passieren, dass man eben eine Sinuskradikalie bekommt oder sogar kurz der Sinus pausiert bei der Konversion und es dann wieder weitergeht. Gut, und grundsätzlich können wir terminieren, ja, alle Tachykardien, wo quasi der AV-Block und die Reentry-Kreise noch beim AV, wo der AV-Block noch beteiligt ist, ja, irgendwo, wo der AV-Block berührt ist. Und wir können alles demaskieren, wo der AV-Knoten dann nicht mehr dabei ist. Wir können also AV-Knoten, Reentry-Tachykardie terminieren. Ja? Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir so eine Tachykardie, die ist jetzt terminiert, wie normaler Sinusknoten. Super. Wir können auch VO-Flimmern und VO-Flattern demaskieren und sehen dann plötzlich, oh, das sieht gar nicht mehr gut aus, das hat vorher quasi nur überdeckt. Kontraindikation ist ja eh klar, ich habe gesagt, geht vor allem auf den AV-Block hemmend, ja? Wenn wir eh schon AV-Block haben, ganz, ganz schlechte Idee. Und aber auch bei obstruktiven Atemwegserkrankungen. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu so 2, 3 Pharmaka, oder 4 sind es, glaube ich, ja, die nicht wirklich in diese Tabelle gehören, aber die einfach auch Antiarrhythmika sind. Zum einen ist Mibrazin, das ist eigentlich ganz schnell und einfach erklärt, weil das war vorher ganz ausführlich gemacht und sind es auch durchgegangen. Die Funny-Channel bildet auch den Natriumkanal. Ich mache es selber auch falsch, den Natriumkanal natürlich, der HCN-Kanal. Und wir haben gesagt, der hat diese Fähigkeiten, Entschuldigung, die diastolische Depolarisation zu verzögern oder zu beschleunigen. Und wir sehen eben, der hemmt jetzt die Funny-Channel und dadurch haben wir eine langsamere diastolische Depolarisation, dadurch haben wir eine langsamere Herzfrequenz, wir sind also negativ chronotrop. Und mit der Inotropie und beim Blutdruck machen wir gar nichts. Problem, der ist relativ, also der wirkt nur beim Sinusrhythmus, weil der also inhibiert den ja nur. Das heißt, alles andere, was unter dem Sinusrhythmus passiert, kann man da gar nicht mehr ran. Von der Genetik her kann man das auch oral geben und vielleicht ganz interessant, aber auch vielleicht auch weniger interessant, ist, dass über Typ 3 oder 4 metabolisiert wird. Nebenwirkungen, wir haben natürlich eine Sinusbradykardie, das ist auch die Wirkung, und dann diese Funny Channels, die gibt es auch in der Retina,
Und deswegen können wir auch reversible Phosphen, also Lichtblitze, können entstehen. Ja? Sag mal, das ist ein Kanal auf der Linse. Gut. Dann haben wir noch das Werner-Kaland. Und da habe ich euch rechts oben eine Eselsbrücke hingeschrieben. Die ist, muss ich sagen, gefährlich, ist mir dann aufgefallen. Weil natürlich auch das Vera-Familie fängt auch mit V an. Es gibt nur zwei Blockierungen, die Rücken kann mit V anfangen. Und das Werner-Kaland ist das, was man vorher aufeinander setzen kann. Ja? V, V, ja, zur Eselsbrücke. An Vera-Familie natürlich nicht, ja. Werner-Kaland gemeint. Und das ist auch ein Multikanalblocker. Und der wirkt V-selektiv, ja. Weil diese Kanäle vor allem eben im V ausgeprägt sind. Und eben dieser IKOR, der kommt nur im Vorhof vor, das ICO verstärkt im Vorhof und daher kommt eben diese vorhofselektive Wirkung. Muss man IV geben? Immer dran denken, wenn man mit dem, habe ich gesagt, schon eine wichtige Message, ob man das oral oder IV geben muss jetzt. Und der kann dann machen invasive Gespannstörungen. Und wann setzen wir das an? Ja, wenn wir zum Beispiel Vorhof immer konvertieren wollen, weil es eben Werner Kaland auf Vorhofflimmern. Dann gibt es noch weitere Pharmaka. Gestern haben wir schon darüber gesprochen, über die digitales Glucoside. Das Digoxin, das Digitoxin. Könnt ihr gestern in die Folien schauen. Da haben wir gesagt, die wirken positiv inotrop und die stimulieren auch zentrale Vaguskerne. Das war die Dynamik von diesen Pharmaka. Dann noch ganz interessant das Magnesium. Das ist ein physiologischer Calcium-Antagonist. Muss man auch als IV-Infusion langsam geben. Und das kann man einsetzen, damit kann man Prostate Quadrenin therapieren. Und, ja, das ist irgendwie, klar, bei Magnesium Mangel, wenn man davon eine Bentonierer zur Verfügung bekommt, auch dann kann man das. Das ist irgendwie selbsterklärend. Dann gibt es auch so ganz kleine Gruppen. Ja, das Atropin, kennen wir eh, ist ein Muskarinrezeptor-Antagonist. Dann haben wir hier eine positiv chronotrope und positiv thromotrope Wirkung. Auch, also weil bisher haben wir eigentlich fast nur über Tachykardien gesprochen, ja. Wie kann man es bei einer Bradykardie einsetzen? Und das Ranolazin, naja, wirklich nur das unklar, Wirksamkeit wird uns nicht ausreichend gesichert. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Hier nochmal alles zusammengefasst, was wir jetzt durchgemacht haben. Und ja, ganz schön lang war es und zwar wirklich viel. Hier nochmal auf einer Folie, ja. Klasse 1 an der Rückenkammer, auch wieder in Klasse 1a, 1b, 1c. Wenn die Beta-Blocker angerissen, sind wir 2 und fertig. Klasse 3, bitte Amyloid. Ja, wichtig, wichtig. Die Kinetik grausam, die Nebenwirkungen vielfältig, aber gar nicht schlecht bei Herzinsuffizienz. Hier Adenosin. Super Notfalltherapeutikum. Auch bitte merken. Ja, Lidocain vielleicht, ja. Und nicht nur wegen dem Kalzplatz. Ja. Antirrhotische Effekt. Haben wir hier nochmal hingeschrieben, nochmal Alltagsdaten. Gut, dann nur noch zum Abschluss, ist es gar nicht großes Kapitel, die Sympatholytika. Und zwar will ich da euch einfach, ich habe das einfach versucht, eine Übersicht zu machen, weil ich will da auch ganz ehrlich zu euch sein, ich finde Beta-Blocker ist ein Fleißarbeitsthema und nicht unbedingt ein Verständnisthema. Ja? Man muss grob, sortiert man die in verschiedene Generationen ein. Ja? Wir haben die erste Generation, das sind nicht selektive Beta-Blocker. Zweite Generation sind Beta-1-selektive Beta-Blocker und die dritte Generation, die hat eine weitere Wirkkomponente und auch da unterscheiden wir nicht selektiv von Beta-1-selektiv. Ich erinnere nochmal daran, dass bei den antirhythmischen Effekten es keinen Unterschied gezeigt hat, ob Beta-1-selektiv oder unselektiv ist. Ja? Ganz interessant. Und dann unterscheidet man eben ja eher lymphophile und hydrophile Beta-Blocker, das habe ich hier auch versucht einzuzeigen, also sehe ich gerade zum Beispiel. Das ist natürlich der gleiche Blut, sondern das ist ein leer bei was ist denn der Vorteil, ja, wenn wir, also warum gibt es keine Beta-2-selektiven Beta-Blocker? Ja? Ist klar, da werden wir natürlich bronchiokonstriktorisch irgendwie reingreifen. Und was man auch sagen kann, eben bei diesen lipophilen Stoffen, ja, je lipophiler, desto größer ist tendenziell das Verteilungsvolumen. Desto wahrscheinlicher ist irgendwie, dass sie ins ZNS eindringen und das ist auch irgendwie eine Idee, die man hat, dass die dann besser für Migräne wirken und dass die dann auch irgendwie vielleicht besser, wenn es dort eingehen, begründet, dass sie wegen dieser antirhythmischen Wirkung irgendwie da in die Sache liegen könnte. Ich habe euch diese zusätzliche Wirkkomponente da unten immer dazu geschrieben. Ja? Und den O, der wird zum Beispiel auch O-frei, das ist kein Vasodilatativ. Manche haben auch eine alpha-1-antagonistische Wirkung und auch unser Sutralol von vorhin ist hier dabei.
Hier habe ich euch einfach nur aus dem Buch nochmal zusammengefasst, wenn es interessiert. Ich habe das oft nachgeschlagen damals, weil ich es selber interessant fand, und dann braucht man ja ewig, bis man es findet im Buch. Wo ist denn welcher Beta-Rezeptor? Ja, kann man sich einfach nochmal das überlegen. Eben viel mehr Beta 1 im Herz, haben wir gesagt. Beta 1 ist der Herzrezeptor. Und was macht es sonst zu der Sympathikus? Ja. Hier, also bitte nicht aus dem Leer, aber ein grobes Gefühl dafür entwickeln, wo der ist und welcher Rezeptor. Und auch der Sympathikus braucht ein Feedback, und das ist eigentlich ganz interessant. Ja, der Sympathikus hier in der Präsenapse wird Noradrenalin ausgeschüttet, ja, dann hat er auf seine Effektorzelle einen Effekt. Ja, und jetzt sehen wir, es gibt einen positiven Feedback über, ja, Beta, haben wir gesagt, so wie das von 9 als Erinnerung kopiert, immer DS gekoppelt, aber also 2 gekoppelt, der hemmt hier die aus. Das ist quasi ein negativer Feedback, ja, damit es keine überschießende Reaktion gibt. Ja, deswegen ist zum Beispiel klar, dass ein Alpha-2-Agonist, jetzt mal das Verwirrende am Anfang, ein Alpha-2-Agonist, da würde man eigentlich denken, naja, Alpha-2, Alpha ist irgendwie Sympathikus, ein Agonist, der muss halt den Sympathikus-Tonus steigern, aber nein, ein Alpha-2-Agonist, der senkt den Sympathikus-Tonus, obwohl man im ersten Moment denkt, Agonist. Ja, deswegen habe ich das Bild da gemacht. Ich habe das wohl noch in Grund 4, kann ich mich jetzt erinnern, in diesem Physio-Seminar da geprüft. Gut. Dann haben wir eben nochmal die Wirkung von den Beta-Blockern. Ja, was passiert, wenn wir Beta-1-Rezeptor hätten? Ich will es im Einzelnen jetzt gar nicht mehr durchgehen, weil wir haben eigentlich alle schon gesagt, wir haben gesagt, es ist negativ inotrop, chronotrop und tromotrop. Wir haben weniger Ursache drauf, wir haben eine längere Diastole, wir haben tendenziell eine anatomische Wirkung. Und auch an Erinnerung an gestern, auch an der Niere, gab es diesen Beta-1-Rezeptor, der quasi uns das RAS angeschmissen hat. Auch das habe ich extra noch hingeschrieben. Dann gibt es ja eben diesen komischen, unwitzigen Spruch, dass sie alle witzig sind, weil sie mit Doll enden. Und deswegen also konnten sie es mir einfach mal hingeschrieben. Dann aufgenommen am Block 9, Beta-Blocker, Glucocorticoide und PPIs immer ausschalten. Also bitte Beta-Blocker ausschalten, weil sonst haben wir quasi Rebound-Phänomen. Gut. Antagonisten am Beta 2, naja, peripherer Widerstand. Der steigt durch die Anwendung, der mit Poncho-Konzeption, weniger die Verletzung. Ja, und man kann es auch, ein Katzitzig, eigentlich Beta-Blocker sind tendenziell eher leistungshemmend jetzt, wenn man jetzt joggt und auf in die Spitze gehen will, wird man ja gehemmt. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt Sportschütze ist, dann ist das sogar doppelt, weil man zittert weniger, man ist eher ruhiger. Von der Kinetik her kann man sie ein bisschen einteilen, mit extrem Kurzwirksamen, Stimulon, weil die werden schnell hydrolysiert. Das habe ich schon besprochen, es gibt Lipophile, Snebivolol, Carbidinol, Metoprolol, Propranolol und es gibt welche, die werden renal eliminiert, das Atenolol, das Sotalolol und das Acetylolol. Gut. Wie werden die angewendet? Naja, Klasse 2 haben Sie rückbekommen, das Thema für heute. Dann setzen Sie bei der Angina Pectoris ein und auch, haben wir gestern auch schon gelernt, bei der Herzinsuffizienz. Ja? Und da schleicht man eben die Dosis ein. Und zugelassen für die Herzinsuffizienz, dafür gab es ein Studium, das hat er gezeigt, wie ist die super? Isoprolol, Metoprolol, Carbidinol, Glycol. Und auch, das ist quasi das Letzte, was wir Donnerstag machen werden, das ist KK, die KK. Habe ich vorhin schon gesagt, auch da absolut Klassiker, dass wir einen Beta-Blocker am Schluss noch dazugeben. Wo wenden wir es an? Naja, Hypertonie haben wir gestern wirklich ausführlich gemacht, auch Hypothyreose kann man es einsetzen, essentieller Tremor, Glaukom würde ich noch verfolgen, ich glaube Block 18, ganz, ganz ausführlich. Und für die Migräne-Population zugelassen, Propranolol, Metoprolol und Isoprolol. Nebenwirkungen, naja, ist alles ungewöhnlich, ja. Und der Konzentration AV-Block, Bradykardie. Auch die Blutwerte können hochgehen. Und natürlich kontraindiziert, ich finde das Wichtigste ist eigentlich immer an den AV-Block denken und an das Asthma bronchiale. Das sind wirklich zwei Sachen. Und natürlich auch vorzeitige Wehen kann es auswirken. Deswegen auch bitte immer Schwangerschaftsmittel. Dann habe ich hier noch kurz die Alpha-Blocker. Ja. Das sollte man sich merken. Wichtig zum Beispiel das Ovapidil, das Alpha-1-Selektiv. Und ich habe gestern gesagt, die vasodilatieren die Blutgefäße. Aber das Problem ist, die machen das richtig schnell. Und ich brauche Alpha-1-Rezeptoren immer dafür, wenn ich quasi vom Liegen aufstehe, dann muss mein Körper schnell reagieren, dafür brauche ich das. Und wenn ich die blockiere, dann kann es mir passieren, dass ich eben diese Schlüsse bekomme. Und ja, das gilt auch für Beta-Blocker natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Folie geschrieben habe. Gleich über den ACE-Hemmern, wo ich gesagt habe, wenn das RAS stark aktiviert ist, dann wirken die auch stärker.
gilt das nämlich auch für die Alpha- und die Beta-Blocker. Wenn der Sympathikus-Tonus hoch ist, wirkt er nicht stärker. Alpha-2-Blocker, wir haben ja gesehen, deswegen diesen Feedback vorhin, ja, gehen wir mal zurück. Die machen einen negativen Feedback auf Noradrenalin. Deswegen Alpha-2-Blocker erhöhen jetzt meine Noradrenalin-Verletzung. Ganz interessant, wenn man am Anfang gar nicht drüber nachdenkt. Gut, Anwendung, eben die selektiven Alpha-1-Blocker als Antihypertensiva. Bei der Prostatehyperplasie sind wir auch eingesetzt. Ja, da kann man schön diese Tabellen, die ich vorhin gezeigt habe, durchgehen. Das sind dann immer diese Rezeptoren um die Krankheitsbilder, um die es dann geht. Gut. Und beim Urapidil ist das Tolle. Der hat auch eine Zusatzwirkung, eine zentrale Wirkung. Ja. Und deswegen fährt er ein bisschen den Sympathikus-Tonus runter und damit weniger oder keine Reflexhaltung. Das ist eines der großen Probleme bei der Anfangs. Jetzt kommt die Antisympathotonika. Und da haben wir eben zum Beispiel das Clonidin. Und ich habe es schon vorhin gesagt, das ist eben wichtig, dass es ein Alpha-2-Agonist, ja, ein Alpha-2-Mimetikum. Ja. Da denkt man Agonist und denkt an Alpha, wenn der Sympathikus steigt jetzt, aber nein, das liegt an diesem Feedback, den ich euch gezeigt habe, an diesem Feedback für den Sympathikus. Und das Clonidin, das werdet ihr dann auch nochmal in den Block, ich habe diesen Block total verwirrt, ich glaube, 21. Schmerzblock, genau. Auch in der Schmerztherapie kommt das ganz, ganz häufig wieder, das Clonidin. Ja, und Nebenwirkung, ja, Fragen? Ja, okay. Achso, geklopft, oder? Nicht? Okay. Okay, erschreckend, ja, das ist dann schon zu spät wahrscheinlich. Nebenwirkung, ja, fällt den Sympathikus-Tonus runter, ich werde wahrscheinlich tendenziell eher müde. Ich bekomme eine Mundtrockenheit, ja, und was auf jeden Fall ist eine Reservesubstanz für die arterielle Hypertonie. Genau. Und das Clonidin habe ich eben schon gesagt, ja, Analgetikum. Außerdem, wenn man Entzug hat, der Entzug, diese Entzugssymptome, das macht alles sehr Sympathikus. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man den Entzug durchmacht, und zwar egal welchen, den Sympathikus-Tonus runterzufahren. Und deswegen Patienten, die den Entzug durchmachen, bekommen oft deswegen auch Clonidin, damit der Sympathikus-Entzug sowohl bei Alkohol als auch bei Jahren weniger Schlimm ausfällt. Und das auch, das wird so ein Lieblingsthemen in diesem Glaukom-Block. Da wird jetzt ganz ausführlich und toll alles lernen, zu was man also überhaupt im Glaukom entsteht und was man dann machen kann. Gut. Dann gibt es noch das Moxinidin, aber ich finde die Nebenwirkung macht immunodepressiv, sagt alles, das ist ja nicht so der Bringer, um das unbedingt den Patienten glauben zu geben. Gut, wir sind wirklich durch mit dem Stoff. Ich habe noch ein paar Fragen gemacht, gar nicht viele. Welche der folgenden Pharmaka können auf denkt selber, das war schwer. Welche kann man nicht oral geben, sondern muss die V geben? Muss man die IV geben? Da habe ich gesagt, das ist das Arzmalin, das ist die Lidocain. Dann eher so eine Frage, ja, ich glaube, die wäre jetzt auch nicht so, die kann man sicher in die Bahn starten. Ja, die geht es nur nochmal darum zu wiederholen. Warum flimmert man eigentlich die Kammer beim Vorhofflimmer nicht? Und ich habe es versucht, dort oft zu sagen. Das ist einfach darum, deswegen, weil der AV-Knoten, der schützt uns wirklich. Wir müssen echt dankbar sein, der drückt auf die Bremse. Und dann sorgt dafür, dass quasi unsere Flimmern von dem Vorhof nicht auf die Kammer übergehen. Deswegen danke an Frau C ist richtig. Bei welchen der folgenden Pharmaka ist am ehesten deine iatrogen-induzierte Hyperthyreose zu rechnen? Ist das Flinacarid, Amiodaron, Lidocain oder Digoxin? Weiß es jemand? Genau, B, Amiodaron. Habe ich versucht euch zu sagen, das ist wirklich eins der wichtigen Pharmaka für heute. Ja? In dem Fall ist gerade schön, dass ich Hyp geschrieben habe, weil Hypo und Hyper, wenn die beide stimmen, ja, vielleicht hat das auch gewonnen. Ja. Wie entsteht das Aktionspotenzial im Herzmuskel? Jemand eine Idee? Jemand gesagt, da überlege ich mal, also wenn ihr sehr seid, überlegt man sich immer selber. Denn die haben ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Formen von Aktionspotenzial. Das super steile und das eher flache. Und das flache war bei dem Reizweiterleitungssystem, Sinuslungen und dann nach unten. Und das steile war beim Arbeitsmyokard. Und warum kann das so steil sein? Ja, da brauchen wir spezielle Rezeptoren für, spezielle Kanäle für, das sind die Natriumkanäle. Weil die haben ja die Eigenschaft, ganz schnell aufzugehen und dann wieder zuzugehen. Deswegen muss es Natrium sein. Ja? Und weil ja
Im Normalfall, je nach der Kaliumantibiase, das ganze Natrium aus der Zelle rausfährt, muss es auch Natrium einspült sein. Verdacht, mit welchem Pharmakon kann das Pentadasyndrom demaskiert werden? Das wird auch ganz gern gefragt, das war das Atschmalin. Gut. Und was führt zu einer Verlängerung bzw. Verminderung der diastolischen Depolarisation? Sind drei Sachen richtig? Ja, da geht es jetzt vor allem hier um diesen Funny Channel. Da haben wir gesehen, wenig CRMP heißt weniger Öffnung, das heißt, unsere Kurve wird von so und jetzt so, wenn wir CRMP senken. Dann Ivabradin ist ja ein Funny Channel Blocker, das heißt, das ist das Gleiche. Und Metoprolol ist ein Beta-Blocker. Und Beta-Blocker, das heißt, ihr habt dann noch weniger CRMP. Auch das wird dafür sorgen, dass die diastolische Depolarisation länger braucht. Welche ist keine unerwünschte Arzneimittelwirkung von Amiodaron? Und das macht ja wirklich fast alles, aber Triglyceride gibt es nicht. So, ich freue mich wirklich, dass ihr noch da wart. Ich wünsche euch fürs FarmCop morgen wirklich alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt oder eben morgen nach dem FarmCop. Denkt dran bei eurer FarmCop-Prüfung, dass ihr nach dem Nähen die Nadel in die Schadbox macht, sonst gibt es rote Karten. Ich wünsche euch viel Glück. Und das macht er morgen sicher gut. Danke, danke.